Es wird ja immer wieder das Bild nicht nur von der Bundesregierung, sondern vor allem von den Grünen gezeichnet. Wenn Deutschland jetzt noch diesen Taurus liefert, wenn Deutschland jetzt noch die Munition schickt, dann gewinnt die Ukraine. Doch jetzt hat wirklich mal ein angesehener General nicht nur generell diese ganze Politik, sondern auch vor allem die Ukraine wirklich mal damit konfrontiert und Wahrheiten ausgesprochen in einem RBB-Interview, die wirklich mal extrem dramatisch sind. Denn die zeigen auf, obwohl Deutschland Massen an Geld ergibt, nicht nur Deutschland, die EU auch, reicht das der Ukraine nicht. Sie haben zu wenig Leute, sie haben zu wenig Soldaten und die Munition geht aus. Und deswegen sind sie auf lange Sicht mit Russland in keinster Weise, können sie nicht mehr in Konkurrenz stehen. Und es wird immer dramatischer für die Ukraine und die Verluste auf ukrainischer Seite werden auch immer noch höher. Und dieser General, was er in diesem RBB-Interview gesagt hat, schauen wir uns das direkt mal an, denn das tut wirklich mal ganz klar aufzeigen, dass dieses, was die Grünen machen, immer noch mehr Geld schicken oder beispielsweise, dass die Grünen sogar im Kriegsgebiet jetzt schon wieder ja bestimmte Teile aufbauen wollen, dass es völlige Realitätsferne einfach nur ist und mehr, einfach ein Märchen ist, da das eben, wie dieser General sagt, einfach in keinster Weise wahrscheinlich ist, dass dann die Ukraine überhaupt Gebiete groß zurückgewinnt, da sie zu wenig Soldaten, zu wenig Munition und so weiter haben. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt direkt mal an. Das Ganze, was ich Ihnen jetzt zeige, kommt aus einem RB24, ja, Inforadio aus dem Radio und es ist kein geringer als sogar noch ein Ex-NATO-General mit ja, den Namen Harald Gujat sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Der zeichnet jetzt ein richtig düsteres Bild, nämlich was vor allem, weil der Krieg ja immer noch weiter geht und mit neuen Waffen liefern, vor allem wenn noch weiter gezogen wird, dann eben noch dramatischer wird. Denn er sagt nicht nur hier, der Ukraine fehlt nicht nur Munition und Waffen, was ja eigentlich das Wichtigste ist, um überhaupt den Krieg zu führen. Nein, es gibt ja noch was noch Wichtigeres und zwar, sondern auch Soldaten. Denn wer soll denn die Waffen, die Munition brauche ich alles am Ende nicht, wenn ich noch nicht mal die Soldaten habe. Und er sagt auch ganz klar, Russlands Armee dagegen sei stärker als zu Beginn des Angriffskrieges. Und das ist natürlich schon schockierend, weil das zeichnet ja eben genau das Gegenteil auf von dem, was uns gesagt wird, dass wenn man der Ukraine jetzt noch mehr Geld, noch mehr Waffen gibt, dann gewinnen sie den Krieg oder dann ja möglicherweise können sie mithalten. Aber er tut halt hier ein ganz anderes Bild zeichnen. Und des Weiteren beispielsweise hier Geländegewinne der Russen, personelle Probleme bei den Ukrainern, also dass das Problem nicht nur die mangelnde Munition und die Waffen sind, sagt er, der Ex-NATO-General, sondern er sagt auch ganz klar, dass es große personelle Probleme gibt, denn der Ukraine auch die Soldatinnen und Soldaten fehlen. Und deshalb auch zu den ja, Geländegewinnen der Russen komme, dass es inzwischen einfach ein Bild gibt, dass Russland relativ geschlossen sei und einfach die Ukraine nicht genug Waffen, nicht genug Leute. Und er sagt auch ganz klar, was auch ganz interessant ist, dass die russische Armee stärker ist als vor 2 Jahren. Also obwohl der Krieg schon länger geht, seit 2 Jahren jetzt, ist die russische Armee stärker als zu Beginn des Krieges. Also er hat gesagt, die sind ja wesentlich stärker als vor dem Beginn des Krieges, hat er es analysiert. Und er muss es ja wissen, er ist ja wirklich ein ehemaliger deutscher NATO-General. Hier steht es auch mal, ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, also jemand, der wirklich Ahnung hat. Er sagt auch ganz klar, dass sie stärker sind als in den 1980er Jahren während des Kalten Krieges. Und er sagt auch, wir müssen der Ukraine die Sicherheit geben, dass diese Unterstützung nicht abbricht beispielsweise. Denn er sagt auch, man darf Russland nicht unterschätzen. Also er sagt ganz klar, wie stark Russland ist. Und das Ganze, vor allem wenn man sich mal die aktuelle Politik anschaut, ist halt vor allem dahingehend problematisch, dass man der Ukraine immer noch mehr Geld gibt und noch mehr Waffen gibt, obwohl sie, wie es hier anscheinend geschildert wird, einfach ja zu große Probleme haben, damit sie den Krieg überhaupt noch irgendwie weiterführen können groß. Denn das Ganze wurde letztens ja schon vom SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag ja eingebracht, dass man nicht immer nur darüber reden kann, wie man den Krieg fortführt, sondern dass man auch mal darüber redet, wie man jetzt hier mit so einem Krieg, wie man so einen Krieg beispielsweise einfriert, dass das Ganze halt einfach beendet wird, dass das Menschensterben und so weiter beendet wird. Doch das wollen die Grünen nicht. Die sagen, was dann alles passiert. Man muss ja mal ganz klar festhalten, wenn man den Krieg nicht einfriert, dann steht jetzt am Ende des Tages, sieht es einfach nur so aus, dass halt der Ukraine immer mehr die Waffen ausgehen. Wir haben es ja gerade gelesen, nicht nur die Munition, sondern auch das Wichtigste, was man eigentlich im Krieg braucht. Die Leute, die die Waffen, die Panzer, die Taurus, was auch immer, dass die das bedienen, das fehlt ja schon. Dann kann man auch so keinen Krieg führen. Und das, was dieser Ex-NATO-General dann sagt, sind wirklich mal, ist also in keinster Weise auch nur irgendwie ein tolles Bild. Ist Krieg sowieso nicht, aber es ist vor allem für die Ukraine ein sehr düsteres Bild. Denn es zeigt halt eben, dass es ja vor allem langfristig ohne Soldaten nicht weitergehen kann. Und das Ganze ist vor allem dahingehend brisant, da die Regierung ja genau das Gegenteil macht. Die Regierung will noch mehr Waffen liefern. Die Regierung, beispielsweise der Taurus, ist ja gescheitert, wollten große Teile der Regierung. Olaf Scholz hat da sein Veto eingelegt. Aber da zeigt sich nun mal ganz klar wieder, dass hier ganz klar
NATO-Generale, Experten wieder davor warnen, dass es mit der Ukraine so nicht weitergehen kann, aber trotzdem wird so weitergemacht. Trotzdem handelt man nicht, trotzdem tut man beispielsweise nicht jetzt endlich mal wirklich mal große Diplomatie-Offerte machen. Nein, man macht genau das Gegenteil. Man tut beispielsweise noch auf, wie zum Beispiel der München Sicherheitskonferenz, russische Vertreter ja ausladen. Und sowas ist einfach nur schockierend, denn so wird der Krieg in keinster Weise zum Ende geführt. Nein, so sieht es am Ende vielleicht sogar noch so aus, dass die Ukraine sogar noch verliert. Die ganzen Sachen, die die Russen erobert haben, nicht nur die, sondern sogar noch mehr von der Ukraine, noch mehr an Russland kommt und die Ukraine am Ende mit leeren Händen dasteht. Und das nur, weil die Ukraine zusammen mit dem Westen, vor allem die USA und Deutschland, nicht einfach jetzt endlich zu einem Ende des Kriegs ja das Ganze hinleitet und dass vor allem auch mal das Sterben endlich beendet wird. Denn darum geht es ja, es werden Generationen ausgelöscht, sowohl auf russischer Seite als auch auf ukrainischer Seite, auf beiden Seiten. Das muss man immer so festhalten. Das muss endlich beendet werden. Und der NATO-General sagt ja ganz klar, dass es einfach sehr düster aussieht für die Ukraine und dass man doch jetzt endlich mal Verhandlungen machen soll. Denn ein Krieg kann nur so enden, wenn man den nun endlich am Verhandlungstisch beendet.